Lieber Löwe, Juli 2020 ist dein Monat des Loslassen. Strukturelle Veränderungen sind in deinem Leben vor kurzem eingetreten und es ist daraus sowas wie ein Puzzle geworden, dessen Teilen du zusammenbringen musst, um dir Klarheit über die Zukunft zu verschaffen. Bis zum 11. Juli ist Merkur rückläufig in Krebs, das heißt in den Bereichen der Familie und des Geldes bist du dabei, eine wichtige Phase zu beenden, die dir viel Energie und Zeit gekostet hat. Am 1. hast du einen Sextil Uranus-Sonne. Die freie Ausübung deiner Eigeninitiative und deines kreativen Ausdrucks kann bedeutungsvoll werden. Du solltest für deine eigenen Interessen einstehen, insbesondere wenn du mit anderen Menschen verhandeln musst. Am 2. ist Saturn rückläufig in Steinbock. In deinen Lebensbereichen wie zum Beispiel Job, Gesundheit und Schulden werden sich bestimmte Dinge verzögern und sich erst am Jahresende beschleunigen oder sich vollständig klären lassen. Zwischen 4. und 5. haben wir einen Vollmond in Steinbock. Viele Löwe werden erkennen, dass die beste Lösung für ihre Probleme nicht immer die einfachste ist. Diese Aussage gilt für alle Lebenssituationen, die gerade ungünstig in deinem Leben sind. Dieser Mond setzt im Voraus, dass du dir über deine Alltagsabläufe und Gewohnheiten bewusst werden solltest und diese eventuell optimierst. Zwischen 6. und 11. Juli bilden Mars und Merkur einen Spannungsaspekt. Es kann ein Menschen in deinem Leben geben, der sehr aufdringlich ist. Man soll sich von jemandem etwas zurückziehen, auch wenn man gute Absichten haben soll. Am 12. des Monats haben wir Merkur direkt in Krebs. Also Merkur bewegt sich wieder normal. Ab diesem Datum dürften sich bestimmte Prozesse beschleunigen oder einfacher regeln lassen. Dies kommt vor allem bei den Themen Familie, Geld und Wohnsituation besonders zur Geltung. Zwischen 13. und 21. haben wir Sonne in Opposition zu Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Diese Zeit wird nicht einfach sein. Geduld und Gelassenheit werden dir besonders behilflich sein, um jegliche Schwierigkeiten zu überstehen. Zwischen 19. und 20. haben wir einen Neumond in Krebs. Deine körperliche und geistige Kräfte können deutlich nachlassen in dieser Zeit. Bis Anfang August solltest du keine drastischen Maßnahmen ergreifen, sondern nur eventuell eine schrittweise Umstellung erzielen. Am 22. hast du dein Herrscher, die Sonne in Löwe. Die Überwindung von Pessimismus und Mutlosigkeit ist erforderlich. Denn die Sonne ist in deinem Haus, in deinem Zeichen. Vielleicht solltest du dein Selbstbewusstsein verstärken, um dich weiter zu entwickeln. Zwischen 23. und 27. bilden Neptun und Venus einen Quadrat. Man kann viel reden, aber wenig sagen. Die Glaubwürdigkeit eines Menschen muss verzweifelt werden. Und dann zum Schluss haben wir einen Spannungsaspekt zwischen drei Planeten, Merkur, Mars und Jupiter, die einen T-Quadrat bilden. Jemand kann sehr gereizt oder irritiert aufgrund einer Kleinigkeit reagieren. Bitte sei vorsichtig beim Autofahren oder bei der Ausübung vom Sport. Lieber Löwe, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du aufgrund der kommenden Welteinflüsse eine Beratung haben möchtest, meine Daten findest du unten bei der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.